Moin. Zap, zap. Ja, wir haben jetzt schon einige schöne und wichtige Texte gehört. Und jetzt komme noch ich. Und ich möchte gar nicht zu viel im Vorhinein verraten. Ich habe ein Szenario aufgemacht in meinem Text. Und dann habe ich es mir in diesem Szenario gemütlich gemacht. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich mache dieses Szenario auf mit einem sehr klassischen Mittel. Dung! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Tagesschau-Sondersendung. Heute im Studio Moderator, Moderator. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eilmeldung heute. Mit Hilfe des James-Webb-Weltraumteleskops, welches 2021 in den Weltraum geschossen wurde, konnte heute erstmals in der Geschichte der Menschheit ein Planet mit nahezu identischer Beschaffenheit wie die Erde gefunden werden. Näheren Untersuchungen zufolge handelt es sich dabei um eine exakte Kopie unseres heimischen Planeten. Die NASA sowie auch andere Raumfahrtbehörden planen derzeit auf Hochtouren erste Schritte, um rasche Umsiedlung zu ermöglichen. Mir fiel die Fernbedienung aus der Hand, während ich mir zum zweiten Mal fast misstrauisch die Augen rieb und es beinahe nicht für möglich hielt. Da sah ich draußen vor dem Haus, wie eine Rakete in die Lüfte stieg. Sie flog gemächlich hoch hinaus, bald stand sie im Zenit und just als sie sich als Farbregen ergoss, wurde mir bewusst, was diese Nachricht wohl hieß. Ab jetzt kann ich Auto fahren, so oft und viel ich will. Mal zum Supermarkt, die Straße hoch, mal in die Waschstraße, die Straße runter und dann durch den Wald perzen und dann in die Waschstraße und manchmal auch vollkommen ohne Grund einfach hin und her vielleicht ein paar Leute kennenlernen, die man anhubt oder zumindest zum gesehen werden. Ich kann jetzt endlich Bananen kaufen, die in Plastik eingeschweißt sind, die ich in diese Plastikobsttüten stecke, die ich wiederum in Plastikeinkaufstüten an der Kasse stecke, die ich darauf in diese aufklappbaren Plastikkörbe in meinen Kofferraum stecke und dann gemütlich die 200 Meter bis zu mir nach Hause zurückfahre, vielleicht mit einem Abstecher bei der Waschstraße. Ich werfe meine Kaffeetassen aus dem Fenster, denn ich trinke nur noch to go und ich gönne mir jedes Mal einen zweiten Pappbecher, weil der Kaffee bei einem einzigen immer so ein bisschen zu heiß ist. Für jedes Stückchen Zucker einen Löffel, für jedes Schlückchen Milch einen Stiel, für jedes Becherchen ein Deckelchen und ehrlich gesagt schafft man gar keinen ganzen Kaffee bei so kurzen Autostrecken. Es ist nicht alles einfach. Wie lange muss man einen Raum in seiner Wohnung verlassen, bis es sich nicht mehr lohnt, das Licht anzulassen? Und wie freundlich ist es, die Anlage anzulassen, damit Einbrecher wissen, was für einen ausgezeichneten Musikgeschmack man hat oder damit die Plastikblumen besser wachsen. Ich stelle mir so viele Fragen, ich bin so sehr beschäftigt, ich muss Zeit sparen, ich werde morgens in Hamburg aufwachen und dann nach Frankfurt fliegen, denn seien wir doch mal ehrlich, es gibt nichts Geileres als die Skyline von Frankfurt, wenn man sich mal so richtig natürlich und lebendig fühlen will. Und dann fliege ich nach München, denn da sind Berge, die Berge von Leuten, die Berge von Briefen schreiben, von wichtigen Briefen, von Briefen mit Informationen, die man liest und sich denkt, ja, und dann in Ordner voller Papiere, heftet Ordner voller Papiere in den Ausmaßen von Urwäldern und von München fliege ich nach Wien, denn warum nicht? Wien ist schön und ich muss mir auch mal ein klein bisschen was gönnen, ein ganz kleines bisschen wenigstens. Das Leben ist jetzt so viel einfacher, wo wir die zweite Erde haben. Endlich muss man nicht mehr auf alles achten. Ich gehe jeden Tag Fastfood essen, denn ich habe ein fastes Leben und zur Hölle mit allen Lebewesen, zur Hölle mit den Hippies, die in Bäumen leben. Mich hat noch nie ein Baum umarmt. Mich hat noch nie ein Baumhaus warm gehalten. Mich hat noch nie gestört, wenn man irgendwelche Wälder, Forst oder was auch immer roden will. Wir haben das doch jetzt alles mindestens zweimal, mindestens doppelt, mindestens ausreichend. Ich stelle mich auf meinen Balkon und sprühe Haarspray in die Luft, damit die Wolken endlich lila sind. Ich kaufe mir zwei Videokameras und filme mit der ersten, wie ich mit der zweiten filme, wie ich die erste eine Brücke runterwerfe und mindestens alle drei Monate kaufe ich mir ein neues Handy, weil mindestens alle anderthalb Jahre mein altes zu langsam werden würde. Auf meinem Briefkasten klebt ein Reklame ausdrücklich erwünscht Aufkleber und auf meinem Auto eine grüne Plakette. Aber nur eins von beiden ist wirklich ernst gemeint. Endlich feiern wir die Feste. Verbrennen H&M-Prospekte, weil die Flammen schön bunt leuchten. Endlich sind wir nicht mehr eingeschränkt und müssen uns nicht täuschen, müssen keine teuren Bioprodukte mehr kaufen und niemandem was spenden und keine Facebook-Petitionen unterstützen und uns keine Peter-Schock-Videos anschauen und nicht mehr an den Klimawandel glauben und nicht mehr denken und nicht mehr machen und nicht mehr tun. Doch, wenn ich abends so im Bett liege
in meiner Wohnung auf der guten alten Erde, dann bin ich eigentlich schon ein bisschen enttäuscht. Denn ehrlich gesagt hätte ich mir erwartet, dass es schon ein wenig mehr an meinem Alltag ändern würde, wenn mir jemand sagt, dass es eine zweite Erde gibt und es jetzt keine so große Rolle mehr spielt, wie ich mit der ersten umgehe. Ich kann mir nicht helfen. Vielleicht kann ich gar nicht anders, als immer und viel zu viel an unsere Umwelt zu denken und ab und an mal auch eine ganz, ganz kleine Ausnahme zu machen, wie alle anderen auch. Ja, vielleicht bin ich einfach zu bewusst, einfach zu gut, einfach zu Mensch, einfach zu besorgt. Aber wo es doch so viele andere gibt, die so viel schlechter sind als ich, ist es doch ganz gut, dass wir jetzt endlich eine zweite Erde in der Hinterhand haben. Dankeschön.